Hallo Leute, hier ist euer Lorna Tetzero mit einem Let's Show. Und zwar sieht hier aus wie Minecraft, größtenteils. Ist es aber nicht. Es ist nämlich. Moment, ich mache erstmal wieder Tag. So. Es ist nämlich. Ihr seht, ich habe komische Haare. Das sind Saiyajin-Haare von Son Gohan in Zoro-Haarfarben eher so geändert, damit das mir passt. Und ja, das hier ist Dragon Block C, DBC. Das ist ein Dragon Ball Z-Mod für Minecraft. Und der erste Mod, den ich eigentlich jetzt wirklich verwende für Minecraft. Und mir ist eigentlich das Geräusch immer noch zu laut. Oder ich habe einfach das Headset wahrscheinlich zu laut eingestellt, das ergibt mehr Sinn. Ja. Ja, gut. Das da links oben ist unsere Key-Anzeige, die habe ich schon ziemlich hoch geskillt. Ihr seht hier, ich habe generell Health habe ich jetzt noch nicht so sehr hoch geskillt, noch nicht mehr. Ich mache das jetzt einfach mal. Genau, mit Training Points kann man erstmal die Experience verbraten, die man durch Kämpfe und so erhält. Dann kann man zum Beispiel sich ein bisschen Gesundheit holen. Wie viele Training Points haben wir noch? Das geht ja. Dann können wir zum Beispiel noch auf Fliegen noch ein irgendwas ist in meinem Hals gerade. Skillen oder auf Attack Power. Oder einfach nochmal auf Health. So, jetzt sind wir ziemlich gut insgesamt. Und ich denke auch nicht, dass ich so schnell für jetzt sterben werde. Aber ja. Wir müssen hier die Dragon Ball Z Story nochmal nachspielen quasi. Und. Als allererstes gibt es da folgendes, oder eigentlich müsste man erst Cyberman-Spawn-Punkte suchen, die hier auf der Welt sind. Aber weil das storytechnisch eigentlich nicht stimmt und jetzt ich jetzt keine Lust habe zu suchen, habe ich da jetzt auch keine Lust drauf. Genau. Und das Cyber-Leftover müsste man dann verwenden, um sich einen Saiyan-Arrive herzustellen. Dann kommt Raditz auf die Erde. Gut. So viel dazu. Dann machen wir das jetzt. Ich würde sagen, hier ist ein ganz schöner Ort. Und hier kommt er jetzt mal. Da ist er schon da. Mit seiner Raumkapsel. Der gute Raditz. Und ja, ich würde sagen, ich werde mal kurz eine. Ich werde das mal kurz demonstrieren. Ich kann so kleinere Ki-Attacken einsetzen. Und das werde ich auch gegen Raditz machen, denke ich. Ja. Also erstmal Raditz 3, 2, 1 und stirb. Man kann natürlich auch fliegen, was auch sehr schön ist. Ja, hier, jetzt zerstör nicht die Landschaft. Die haben meine Großeltern aufgebaut oder so. Bäm. Und schon ist Raditz tot, weil ich so auf geskillt bin. Nee, weil ich einfach mich sehr stark schon inzwischen gemacht habe. Und ich das Ganze ja auch mehrfach schon getan habe. Und ja. Jetzt haben wir seine tolle Kapsel und naja. Erstmal würde ich aber sagen, ich lade einfach mal meinen Dings hier, dann habe ich nämlich eine tolle Ausrüstung. Hab hier sowieso dann einen Spacepod drin und Schwert, na gut, das kann ich erstmal wegpacken. Und eine magische Bohne, wie man die erhält. Ja, das ist ganz einfach. Man muss einfach alle 7 Dragon Balls suchen. Das geht mit Hilfe eines Dragon Radars. Hier in der Nähe sehe ich keine. Aber ich packe hier einfach mal welche hin. So, das müssten jetzt 7 gewesen sein, ansonsten weiß ich auch nicht. Wie viel sind das? Naja. Jedenfalls mit dem Dragon-Radar werden die angezeigt. Wahrscheinlich waren es nur 6 oder 5. Hier ist noch einer. Es waren 6, okay. War mal wieder typisch. Egal, der Riss kommt weg. Warum jetzt überhaupt so umständlich? Genau. Jetzt müssen wir die in H-Form, dummerweise, auch wenn das komisch wirkt, aber machen wir einfach mal. Müssen wir die hier ablegen und dann in den mit auf den mittleren drücken und dann kommt schon unser guter Freund der heilige Drache Shenlong. Ein bisschen kleiner ist als eigentlich, würde ich sagen, oder? Naja, aber ich wähle mal was und ich nehme mir einfach Diamanten oder ich könnte mir Sensu-Bohnen holen. Ich hole mir Sensu-Bohnen und dann klopfe ich hier. War es nur so wenige? Na gut.
Warum die nicht weggehen, das verstehe ich bis heute nicht. Das ist hier irgendwie manchmal so ein bisschen so ein Bug. Okay. Das Dragonrad, da brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Und dann würde ich sagen, können wir auch schon den nächsten Event mal auslösen. Dazu müsste man dann die Cyber Leftovers mit dem Raditz Scouter so verknüpfen und. Ach ja, ich habe ja hier den Scouter drin, den schalte ich mal ein. Achtung, einschalten. Geht auch. Und damit sehen wir hier zum Beispiel die nächste Kampfkraft. Das ist jetzt nur ein Tier. Aber wenn wir umschalten, wir können auch die Entfernung messen und so. Ach, da hinten ist ein Creeper. Das ist auch ganz gut. Genau. Die sind hier natürlich nach wie vor da. Kann man auch die Kampfkraft messen. Bei dem sind es 3500, also deutlich mehr als Raditz mit seinen 1200 irgendwas. Trotzdem stirbt er ein bisschen schneller, habe ich das Gefühl. Und diese Kuh mit der Kampfkraft von 5 stirbt mit einem einzigen Loserschuss. Also, ich weiß gar nicht, vielleicht sterben die sogar durch Dodan Paar, was jetzt so ziemlich mit Abstand die schlechteste Attacke ist. Ja. Das tötet die auch schon, also. Man muss nur genug trainieren, dann nützt jeder Scheiß was. Gut. Dann würde ich sagen, holen wir uns mal die Saiyajin. Die anderen stärkeren. Genau. Nappa stirbt. Goddammit, Nappa. Und ich setze einfach mal Big Bang Attack ein. Verdammt, er ist ausgewichen. Also Big Bang Attack hat nichts mit dieser seltsamen Serie Big Bang Theory zu tun, sondern. Das ist halt Urknallangriff von Vegeta. Und ja, die Energiestrahlen sind eigentlich nur so Pfeile, deswegen, das ist hier so eine Sache. Ach ja, Vegeta hat übrigens 18.911 Kampfkraft. Und ich würde sagen, mit was besiegen wir ihn so? Wir setzen erstmal Energiediskus ein, oder? Vegeta, Energiediskus, was hältst du davon? Ruffy sagt was und ja. Oh, jetzt ist er pissig. Willst du deinen eigenen Final Flash abkriegen? Nee, will er wahrscheinlich nicht. Nimm mal hier erstmal Fingerlaser von Freezer. God damn it! Das kann doch nicht so schwer sein. Yeah, ich habe ihn getötet. Ö-Energie gespammt, okay. Ja. Und das sonst so langweilige Singleplayer Minecraft macht so auch richtig Spaß, weil es eine Story gibt. Okay, ja, gut. Ich würde sagen, das Set-Schwert, das könnte ich dann jetzt auch mal reinnehmen. Ach genau, wir wollen ja jetzt ihre Pots nehmen da. Moment. Chuck. Okay, dazu. Klettern wir hier erstmal rein. Sieht jetzt ein bisschen doof aus, weil der hier so drin steckt. Ich pack das mal alles weg. Ist auch besser. Okay, hier drin sieht es ganz schön aus. Finde ich gut gemacht und detailliert. Und dann würde ich sagen, ab nach Namek. Wo ja bekanntlich auch Dragon Balls vorhanden sind und zwar deutlich größere. Und deswegen schauen wir doch gleich mal, ob dieses Radar hier was anzeigt. Nein, tut es nicht. Schade. Ja, dann gucken wir uns erstmal um, würde ich sagen. Das hier sind Soldaten von Freezer. Und ja, die besetzen quasi den Planeten. Da vorne haben wir Namekianer, die werden wir auch gleich besuchen. Das ist ein Dragon Ball, der versteinert ist, den kann man nicht wahrnehmen. Aber ja, würden wir ihn jetzt wieder hinbauen, dann würden wir ihn wahrnehmen. Also, das ist dann halt die Versteinerung. Dieser Kerl, den sollten wir nicht angreifen. Der ist relativ stark sogar. 2400 irgendwas. Das ist für einen Namekianer ziemlich stark. Der hat nur 1500, glaube ich. Genau, der ist auch relativ schwach. Das hier ist eben so eine Art Hütte von den Namekianern. Kennt man ja auch. Eigentlich brauchen die noch ein Heiligtum, finde ich. Die hatten doch immer in jedem Dorf quasi einen Dragon Ball, oder?
Dachte ich eigentlich. Aber naja, gut. Ich nehme ihn vielleicht doch mit. Oder ich bekämpfe erst mit Freezers Leute. Na, wer ist dafür? Okay, danke. Wird angenommen. Und ich meine, mit welcher Attacke könnte man Freezers Leute besser bekämpfen als mit einem Kamehameha? Was hier drin auch relativ stark ist. So. Zeit, dass euch Zorro in super Freezer-Rüstung. Naja, dass ihr euch erstmal hier lehrt, wie man mit Autoritätspersonen umgeht. Ach, da hinten ist noch Apul. Dieser Kerl hat keinen Namen und dieser hier weiß ich auch nicht. Naja. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, fresst das Kamehame. Ah! Können ganz viele hintereinander schießen, deswegen waren das jetzt so stark. Ja, ich würde sagen, es hat doch ganz gut funktioniert. Jetzt können wir für den nach dem Rest der Dragon Balls suchen. Also, hier sind auch welche, aber die sind in einer anderen Region, die haben das jetzt nicht mitbekommen. Das ist ganz schön. Sonst würde man hier pausenlos gejagt werden. Das passiert nämlich, wenn man gleich überleben lässt. Und naja. Gut. Und, sagen wir, dieses Dorf lasse ich jetzt mal stehen und bewahre mein Dragon Ball darin auf, weil das finde ich ganz cool irgendwie. Aber das nächste Dorf jagen wir in die Luft, weil es so viel Spaß macht. Gut. Kamehame! So, die sind erstmal alle tot. Habt ihr es mitbekommen? Wäre nicht so. Also wäre nicht so hundertprozentig schlimm jetzt, aber. Ach, das ist Apul und so auch noch. Das heißt, vielleicht sind die auch noch was anderes, ein anderer Bereich. Ach Gott, dammit. So, jetzt. Geh einfach in meine Schussbahn. Ach, hallo Apul. Na? Apul wurde auch, getötet von Vegeta mit der Galekanone. Ah, da ist der dritte. Ich hab mich schon gefragt, warum die diesmal nicht zu dritt sind. Galekanone ist aber ansonsten ist nicht so stark hier drin. Obwohl Kamehameha Times 10 ist vielleicht ein bisschen übertrieben, wenn ich das jetzt einsetze. Und jetzt nimm mal die Höllenspirale. Nein! Ach du dummer Penner! Weißt du was? Weißt du was? Weißt du? Stirb einfach. Wo bist du? Wo bist du? Na? Wo bist du, Kumpel? Nee, echt nicht. Habe ich jetzt keine Lust drauf, so zu stehen. Ist der Pool, der dazu gehörte, oder ist der schon kaputt? Ach, da ist er. Ja, tut mir leid, ich habe dich nicht gemerkt. So, gemerkt. So. Sonst nichts da. Hey, das da hinten war doch unser Dorf, oder? Oder nee, das war unser Dorf. Das heißt, wir haben da vorne ein neues Dorf gefunden. Uhu. Ist doch schön. Cool. Okay, ihr seid nicht so stark wie die anderen, von daher. Und hier sind viele Leute in der Gegend, von daher werde ich jetzt mal was ganz Besonderes zeigen. Und zwar, ja, warum eigentlich nicht? Wobei die Supernova, die zerstört nicht so viel. Ich nehme das Kamehameha Times 10. So, Leute, tummelt euch mal bei eurem Dorf und in Kürze seid ihr weg. Das verspreche ich euch. So. Da braucht ihr euch über nichts mehr Sorgen zu machen. Um nichts mehr, okay. Kamehame! Ha! Times 10! Ja, das war doch relativ erfolgreich. Here goes! Masenko! Here goes! Ach ja. Was glaubt ihr überhaupt, wer ihr seid? Burning Attack ist eine der stärksten Attacken. Die ist allerdings eine. Ja, nicht Schussattacke, sondern eben so eine rammelige.
Bombenattacke quasi. Nein, ich bin gestorben, ich bin so schlecht. Okay, und jetzt zeige ich euch, was passiert, wenn man stirbt. Und zwar, wie viel Erfahrungspunkte haben wir. Oh, 31, das ist sogar mehr, als ich dachte. Jetzt sind wir hier tot und haben Heiligenschein. Das ist ganz schön. Also nicht schön, aber witzig. Oh, das muss ich noch ausbauen. Da habe ich mal aus Versehen Saiyajins landen lassen. Deren Raumschiffe haben da Löcher reingerissen. Wie auch immer. Ja, bei diesem netten Herrn konnte man nämlich eigentlich dann die Ki-Attacken lernen und man kann sich auch wiederbeleben lassen. Man kennt ihn ja. Nur eigentlich ist das ein bisschen größer. Und ja. Da unten sind Wolken. So Jinju-Jun-mäßige fast schon eigentlich. Und ja. Das hier ist der Schlangenpfad und das Problem beim Schlangenpfad in diesem Spiel ist, dass er wirklich genauso lang gemacht wurde wie eigentlich in Dragon Ball. Das heißt, man braucht wirklich, also wahrscheinlich nicht ganz so lang, aber gefühlt. Man braucht schon, wenn man da in Renntempo lang läuft oder eben fliegt, braucht man dafür, ja. Ich würde sagen. Schon so. Ja, das muss man kurz überlegen. Ich glaube, eine Viertelstunde kommt hin, ja. Eine Viertelstunde braucht man dann. Ja. Vielleicht nicht hundertprozentig eine Viertelstunde, aber es etwa so kommt es hin. Also ich habe da ewig für gebraucht und ich habe das mehrfach schon gemacht, das war das Problem. So, jetzt sind wir jedenfalls bei Gottes Palast, der ja sehr schön ist. Ein wunderschönes Bild. Ich glaube, ich werde ihn mir im Hintergrund machen und dann werde ich das genau so. So mache ich dann irgendwie das Titelbild hier vor. Kann ich das? Genau, ich kann mir Scraps machen. Okay. Ja, bei Gott können wir auch nochmal unsere die Haare schneiden lassen, dann können wir uns neue auswählen. Oder Ki-Attacken lernen auch, aber hier sind auch keine anderen. Bei Meister Kaio, wenn man die Schlangenfahrt ganz lang läuft, dann könnte man noch die Genki-Dama und die Kaioken lernen. Aber ich habe es zwar, obwohl ich da schon war, habe ich es nie auf diesem Planeten, beziehungsweise diese Plattform, Planet geht ja schwer, geschafft. Weil da war irgendwie die Welt zu Ende und das hat mich beim ersten paar Mal sehr angekotzt. So. Naja. Hey, Moment, Moment, Moment. Hey, da hätte das Licht irgendwie. Wie das? Ja, gut. Wir können ja nochmal in den Palast reingehen, wenn wir nicht wollen, dass es so lang dauert und wir so lange warten müssen, bis die Zeit vorbei ist. Bis wieder Tag ist quasi. In der Mitte konnte man da nicht irgendwie runter. Irgendwie konnte man noch runter, glaube ich. Oder geht das nur in eine Richtung? Ach du Scheiße, ein Skelettretter mit. Den Moment. Das übernehme ich kurz. Dodon Ray. Ach du Scheiße. So. Ich denke, das habe ich ganz gut. Boah, nee. Das ist jetzt die Höhe. Hühnchen stirbt. Wie es wegfällt. Okay. Ne, genau, ich hab's wieder. Moment. So ging das nämlich. Ah. Was war der denn da? Bin ich denn hier? Ach du Scheiße, ein Enderman. Nicht Slenderman, Enderman, genau. So war das. Und hier, genau, hier konnte man durchfliegen. Aber eigentlich ist ja hier dieses komische Stock, also es stimmt nicht hundertprozentig. Und dann ist man hier, naja, wie soll man sagen, man könnte denken, Raum von Geist und Zeit, aber nee. Wobei, naja, eher nicht. Aber man könnte den da theoretisch einbauen als... Ach ja, genau, hier habe ich alles in die Luft gejagt, ne? Hat keiner gesehen. Ne gut, jetzt ist wieder Tag und am nächsten Tag können wir wieder nach Namek, juhu, also holen wir uns gleich mal unser Spaceport und dann haben wir es auch schon. Das war ja wohl wieder mal erbärmlich, wie ich mich hier aufgeführt habe und auf nach Namek schnell. Boah, ach du Scheiße.
Wo ist mein Dragon Ball? So, an dieser Stelle muss ich leider einen Cut machen. Goddammit. Bis gleich. So. Gut. Das ist ein ziemlich großes Dorf hier, wie ich finde. Ich will nochmal auf dem Dragon-Radar gucken. Ne, hier ist nichts. Also das werde ich nicht wegsprengen. Hier sind viele Leute. Oh, geil. Ach nee, ist mit Kapsel. Ich dachte, da wäre so ein Mini-Haus. Okay. Was da drin? Ist da was drin? Ach, das Haus ist irgendwie in den Felsen reingewachsen. Kennt man ja auch von Dörfern. Wenn ich mich recht entsinne. Genau. Hier. Ja, nee, dann werde ich mal kurz aufräumen. Darf ich das? Danke. Ich bomb euch mal kurz diese Dinger weg, ne? Ich bin ja ein netter Kerl. Ups. Naja. Das kann ja mal passieren, ne? Tschüssi. Ach du Scheiße, Sabon. Was macht Sabon hier? Sabon kann eigentlich noch gar nicht da sein. Ach, das war einer von meinen früheren Experimenten. Naja, dann machen wir erst Sabon und danach Kiwi. Und Dodoria. Das ist zwar chronologisch falsch rum, aber. Und vor allem jetzt ist es am schwierigsten. Aber vielleicht ist das auch ganz gut. Und erst das Schwierige, dann habe ich danach nicht so schwierige Sachen zu tun. Ja, ist ja voll getroffen. Ich denke, es ist keine gute Idee. Da ist was, magische Bohne, dann haben wir hier wieder. Moment. Ja, ich habe gekillt. Wir kriegen die Ginyu Force als Item dafür. Da, 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 da. Da, 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 da. Okay. Ja, das war schon mal Sarwon, der mithilfe meiner Skills relativ schnell besiegt war, natürlich. Das ist geil, von dem kriegen wir so einen Kettenhelm. Die kann man ja nur mit Cheats zum Feuer craften, habe ich gehört. Okay. Ginyu Force hole ich mir später. Erstmal holen wir uns nämlich ihn hier. Und das ist, genau, Kiwi. Alias Kui, der ist einer von denen, die ich nicht ernst nehmen kann. Weil die sind wirklich schwach. Also solche Leute wie Kiwi. Wobei, die sind eigentlich schwach, aber die noch nicht mal so schwach. Also, hier sind sogar andere dann schwächer. Wie zum Beispiel die komischen Freezer-Soldaten, so Apul und so. Aber ich glaube, der ist auch nicht so viel stärker als Apul eigentlich gewesen, oder? Oder war das so ein super Vertrauter von Freezer? Glaube ich nicht. Naja, vielleicht erinnere ich mich auch einfach falsch. Ja, diese dummen Namekianer hier, die scheinen mir überhaupt nicht geholfen zu haben, aber bei der Anzahl werde ich jetzt einfach mal meinen inneren Drang, sie alle umzubringen, unterdrücken. Genau. Okay. Als nächstes Dodoria. Dodoria ist relativ schwer sogar. Aber nicht so schwer wie Sabon, würde ich sagen, von daher. Sabon hat sich gar nicht transformiert gerade. Kann er das gar nicht hier drin, oder wie? Was mache ich sonst noch? Das wäre auch eine coole Attacke. Final Flash. Was, so schwer, so schnell kannst du gar nicht sein, du bist voll fett. Mensch. Final Flash! Goddammit. Das hat nicht so gut geklappt. Das klappt natürlich erst recht nicht, wenn ich das so mache. Was ist das, Dodoria? Magische Bohne halt auch unser ganzes Team wieder auf. Lang zumindest. Ausnahmen werde ich noch erklären. Das ist ganz vorteilhaft. So.
Na dann frisst das Kamehameha! Sorry, wenn ich eure Leute zerstört habe, ne? Also, ich hoffe, das habe ich nicht getan. Das wäre ja kontraproduktiv. Ne, ich glaube, ich habe nur den Dorfbewohner zerstört, oder? Wahrscheinlich. So, jetzt lass dich mal bekämpfen hier. Oh, jetzt habe ich aus Versehen noch wieder was vom Dorf weggesprengt. Jetzt frisst das Set-Schwert. Das ist zwar in diesem Teil der Story noch überhaupt nicht da, aber stirb. Das reicht mir jetzt auch langsam. So. Sabon finds you oder so. Do something or else, genau. Gut. Als nächstes steht eigentlich dann auch schon Freezer an. Und für Freezer möchte ich euch was ganz Besonderes zeigen. Ach ja, genau. Wisst ihr was? Wisst ihr was? Die Dorfbewohner haben mich jetzt hier so allein gelassen. Da kann ich einfach nicht anders. Das tut mir wirklich leid, aber da sind sie halt selbst schuld. Dann müssen sie jetzt die Supernova abkriegen. Ich glaube, das ist ein geeigneter Abstand. So, und wenn das einer überlebt hat, dann hat er Glück gehabt. Und dann wird er mich angreifen. Ne, hat keiner überlebt. Schön. Dragon Balls sehen wir hier auch nirgends. Wisst ihr was? Wir rufen nochmal kurz den namekianischen Shenlong. Ups. Och man, jetzt sind die. Warum schieten die sich immer wieder neu? Naja. Gut. Und dann Porunga erscheine! Verdammt, hier gibt es ja gar keine Nacht. Das ist natürlich sinnvoll. Aber du musst hier trotzdem bei dem dunkel werden. Naja, ich hole mir Diamanten, weil. Boah, 15 gibt es bei dem Guck. Also bei dem gibt es dreimal so viel, glaube ich, immer wie von dem anderen. Wollen wir gar nicht. Okay. Porunga, das ist jetzt auch mal ganz cool gewesen. Okay, dann muss ich euch mal was zeigen gegen Freezer gleich, glaube ich. Aber erst mache ich mal hier das Kamehameha dreifach. So. Ach nee, erst kommt die Ginyu Force, genau. Stimmt ja. Wie konnte ich die vergessen? Na dann. Moment. Ginyu Force, erster wird sein Guldo, denke ich. Moment, die muss ich kurz wegspringen. Die verrüstet die Landschaft. Wie, das geht da durch? Oh. Nee, das will ich jetzt auch nicht manuell machen. Ich mache einfach den hier weg und gucke in die Richtung. Gott, damit. Okay. Auf Namek einen wunderschönen Kampf gegen die Ginyu Force. Zum Glück kämpfen sie nicht alle gleichzeitig. Jetzt kommt zuerst erstmal Guldo dran. Und den puste ich weg. Als nächstes ist Rikum dran. So, jetzt friss. Ach, verdammt. Warte doch mal ein bisschen. Du kannst doch nicht so schnell sein wie Bata oder Jeez oder so. Nein! Fast wär's gegangen. Ach, scheiße. Friss die. Special Beam Cannon. Die ist an sich gar nicht mehr so stark. Nein, 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 nein. Verdammt, ich wollte hochspringen, aber es ging nicht. So, wisst ihr was? Springen wir kurz runter zur Hölle. Die nicht besonders gut gemacht ist, wie ich finde.
laden natürlich unsere Sachen, uns unseren Spaceport und ab nach Namek. So. Was? Scheiße, es geht noch nicht. Stimmt, das ginge nicht, ne? Ging nicht. Och Mann. Muss ich wieder zum blöden Mann und dann muss ich in Kamis Palast. In dem Fall. Wieso hat der überhaupt keine Kampfkraft eigentlich? Naja, Revive Free. Ja, hallo Gott, Moinsen, man sieht sich und so. Und hinab in neue Dimensionen oder so. Nee, Quatsch. Yay. Laden. Chuck, 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 Chuck. Oh, wir sind wieder hier. Ist das nicht schön? Ja, das ist nicht schön. Da vorne müsste unsere kleine Insel sein, auf der wir gerade gespielt haben. Ist das nicht so? Doch, das ist so. Okay. Und ich würde sagen, dieser Penner von einem Rekum hat jetzt nichts anderes verdient als das hier. Ich kann das gerade nicht sehen, da ist es, bin ich ganz gut im Vorteil hier. Was? Der lebt noch? Das gibt's ja nicht. Nee, der ist jetzt definitiv tot. Und seine Freunde inzwischen auch. Ja, ich würde sagen, die Ginyu Force haben wir natürlich perfekt besiegt hier, oder? Wir sollten uns aber eine andere Insel zum Kampf gegen Freezer suchen. So. So, und jetzt Preisfrage. Wie wurde Freezer besiegt? Durch wen? Richtig! Durch Son Goku. Und welche, was, ja, was war das Besondere daran? Wie wurde er genau dann besiegt? Richtig, Son Goku hat sich in einen Super Saiyan verwandelt. Jetzt seht euch mal an, wer das auch kann. Yay! Ich bin's, der Super Saiyan Lord aus Verzerrung. Und ja, ihr seht da oben links, die Anzeige da ist quasi nochmal deutlich heftiger jetzt. Und ja. Jetzt könnte ich Ascending. Ascending ist dann eben aufsteigen und so. Wir holen uns aber erstmal Health, denke ich, oder? Vielleicht noch Keychart Trade. Wobei. Das zweimal vielleicht. Dann können wir noch schneller Key laden. Das können wir mal kurz schauen, wie schnell das dann ginge. Ich feuer einfach das erstmal ins Nichts. So. Wenn unsere Key-Anzeige ganz weggeht, oh ja, das geht schon ordentlich. Dann haben wir es eigentlich verpatzt und deswegen, naja, dann ist der Super Saiyan-Modus weg. Wir können ihn allerdings auch manuell abschalten, folgendermaßen. Man drückt einfach auf die Descending-Taste oder so. Aber wir wollen den ja natürlich. Ja, gebt ihn mir, gebt ihn mir, gebt ihn mir. Yeah, gebt ihn mir richtig hart. Nee, gut. Jetzt haben wir Super Saiyan-Dings jedenfalls. Und, ja. Mal schauen. Ich nehme Atmung übrigens eigentlich nur unter Wasser. Ich glaube, ich bin ganz gut ausgerüstet, oder? Feuerschutz brauche ich auch nicht gegen Freezer. Dann Freezer. Schauen wir mal, was er so zu bieten hat. Aber erstmal will er gar nicht kämpfen, offenbar. Ja, Freezer. Ich würde sagen, dann frisst die ultimative Macht des Super Saiyajin. Wobei das vielleicht noch ein bisschen zu stark gerade. Also ich mache erstmal normal gegen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. An dieser Stelle braucht es schon einen Supermamikianer, um ihn aufzuhalten, von daher. So, Super Saiyajin-Modus aktiviert. Jetzt ist er schon in seiner scheiß dritten Form, die voll hässlich ist.
Gleich hat er die finale Form erreicht. Wenn ich mich nicht irre. Ja, er soll mich nicht angreifen. Achso, ich will mich aufladen. Genau, jetzt ist er in seiner finalen Form. Und dann puste ich ihn mal weg. Leider habe ich die Genki Dama nicht. Oder so, damit hat er ja ihn auch angegriffen. Da unten ist er. Okay. Times 10. Was ist das? Hab ich ihn umgebracht? Das kann es doch noch nicht gewesen sein, oder? Das war immer ein Freezer, der. Okay, ich bin natürlich sehr stark geworden mit meinen Attacken und alles, aber ich hätte jetzt gedacht, Freezer hält mehr durch. Tatsache, das war's. Na dann. Ich hoffe, diese Supernova tötet mich jetzt nicht. Okay, jetzt ist besserer Ausgang auf jeden Fall freigesprengt. Der Himmel weint, weil Freezer, der große Emperor, vernichtet wurde. Ja, und damit das Loch auch noch ans Meer angebunden ist, können wir hier, glaube ich, noch was reinsprengen. Okay. Gut. Nee, jetzt gehen wir erstmal zu unserer Kapsel und dann kann ich euch noch einen letzten Teil dieses Spiels zeigen und dann haben wir es auch schon. Was habe ich überhaupt jetzt bekommen? Oh, 10 Experience. Das ist ja wirklich. Dafür war es das wert. Nicht. Oh, wobei. Also jetzt kann ich mal kurz Atmung einsetzen. Dann. Hey, mein Scout ist kaputt gegangen, weil Freezer so stark war. Cool. Ja, Descending. Ich brauche jetzt nicht mehr diese Ultra Power vorerst. Atmung. Seht ihr auch, die Blubberblasen gehen relativ schnell runter. Langsam runter. Genau, was wollte ich noch machen? Jetzt habe ich es kurz vielleicht vergessen. Was wollte ich noch machen? Ach genau, ich wollte hier Chuck. Wollte Training Points mir holen, 2. Und dann wollte ich. Ich hole mir einfach 2. Ne, einen so ein Key-Ding noch. Also, naja, gut. Okay. Big Bang, Big Bang, hat er jetzt so. Okay. Ab auf Planet Vegeta! Dem Heimatplaneten der Saiyajins, der zufälligerweise genauso heißt wie der Prinz der Saiyajins. Und hey, wir werden hier grandios empfangen, weil ich glaube ich hier auch in früheren Besuchen mal gewütet habe. Ja, ihr seht, das sind ordentlich Leute und die mögen uns alle ziemlich. Und wisst ihr was, für die brauche ich doch den Super Saiyajin, weil den kann ich schneller aufsteigen. Alter, jetzt lasst mich mal kurz. Geht doch. So. Ich krieg das hier nicht mehr hin, also. Wäre ja was gewesen. So, jetzt fresst mal das. Yeah! Und was auch ganz witzig ist, ist, wenn man einfach das Set-Schwert verwendet und, ja, dann sterben die auch nach 2 Schlägen immer. Welch gebündelte Angriffskraft hier verwendet wird, und dennoch werde ich nicht besiegt. Ist doch nicht zu fassen. Ich, der Feind aller Saiyajins, obwohl ich doch offenbar selber einer von ihnen bin. So, das ist mal Senko. Auch eine beliebte Attacke immer wieder. Von so einem Gohan, beziehungsweise Piccolo. So, haben wir noch was da? Noch die Supernova. Naja gut, dann kommt die wohl auch mal dran, denke ich. Oder Final Flash. Nee. So, Leute.
Schauen wir mal, was die Supernova so mit sich bringt. Bidi ist nicht angekommen. Nein, die muss doch ankommen. God damn. Achso, ich dachte schon, die hätte ich gar nicht geschossen. Okay, sie war schon längst geschossen, das ist schön. Und was ihr da gerade seht, dass die Sensoboden, wenn wir sie in Super Saiyan-Modus essen, dass die uns nur die Hälfte auffüllen eben, wie es im normalen Modus wäre. Und ja, auch wenn wir mehr haben, dann ist das ein bisschen ärgerlich. Und wisst ihr was? Euch da oben, euch schieße ich doch alle so runter. Könnt doch einfach nichts. Oh, jetzt reicht's aber. Ich hole euch euren Boss her. Und seinen Kumpel. Und zwar ganz oft. So. Wenn das nicht gereicht hat, dann weiß ich auch nicht. Und damit die ganzen Nappas. So, nachdem das gerade offenbar für Minecraft gewesen war, kurzzeitig, würde ich sagen, was ist mit diesem Part? Und ja, wir sehen uns dann einfach im nächsten Part wieder. Wenn es heißt... Wieso letzter Part? Dann war es das mit diesem Video, meine ich. Und wir sehen uns dann einfach...